Hallo, guten Morgen, ihr Lieben. Ich begrüße euch heute von Bad Münstereifel. Wie ihr im Vorspann schon gesehen habt, sind wir gestern hier über den Weihnachtsmarkt gelaufen. Ja, wir befinden uns jetzt hier am Eifelbad. Hier gibt es normalerweise einen Stellplatz. Der ist zurzeit aber geschlossen. Der wird umgebaut, neu gemacht, renoviert. Auf jeden Fall gibt es da jetzt kein oder mit Sicherheit auch dieses Jahr, wenn nicht so ja am Anfang des Jahres, keine Möglichkeit, hier am Stellplatz zu stehen. Dieser Stellplatz ist normalerweise auch mit Strom versorgt, wo man dann hier am Eifelbad bezahlen würde. So, dadurch, dass der aber zu ist, ist der Parkplatz vor dem Eifelbad gefüllt mit einer ganzen Menge Wohnmobile. Ja. Allerdings gibt es hier nichts, keine Fähr- und keine Entsorgung und natürlich auch kein Strom. Hier kann man, sage ich jetzt mal, nur stehen, wenn man autark ist, überhaupt kein Problem. Und so, wir gehen jetzt zusammen mal über den Platz. Hier seht ihr schon, ist die Einfahrt gesperrt, wo man normalerweise reinfahren würde. So, hier vorne an gibt es natürlich schon auch die ersten Möglichkeiten, sich hinzustellen. Allerdings ist hier kein Strom. Strom gibt es nur im mittleren Bereich. So, hier ist jetzt der Platz, wo man normalerweise hätte stehen können. Und hier in der Mitte, wie man sieht, gibt es die Stromanschlussboxen, die man vorher nutzen konnte. Aber jetzt hier ist das höchstens nur was für 4x4 und gutem Schuhwerk, also wie man sieht, alles ein Matschepatsche. Allerdings kann das auch noch sein, dass das noch die Reste vom Hochwasser sind, weil Bad Münstereifel ist ja auch stark in Mitleidenschaft gezogen worden durch das Hochwasser. Und wie man sieht, hier stehen schon einen ganzen Haufen an Steine, Pflastersteine. Also irgendwas ist hier geplant. Und ja, wir gehen mal davon aus, dass in Kürze hier der Platz wieder hergerichtet wird, weil man ja auch sieht am Parkplatz, wie beliebt hier dieser Platz ist und wie viele Wohnmobile hier hinkommen. Ja, so, und hier ist halt das Eifelbad, was man dann auch nutzen könnte. Ja, und ja, eine Viertelstunde zu Fuß ist man am Zentrum von Bad Münstereifel. Direkt hier am Parkplatz angrenzend ist auch ein Aldi. Also eigentlich ist hier alles gesorgt. Okay, ein Nachteil ist, wenn ein bisschen geräuschempfindlich ist, hier oberhalb, da verläuft eine Straße, die auch ziemlich gut befahren ist. Hallo ihr Lieben, ich bin auch dabei. Wir sind auf der Eifeltour, haben jetzt Bad Münstereifel verlassen, sind in Nettersheim angekommen. Wunderschöner Wohnmobilstellplatz für 20 Mobile. 11,50 Euro für 24 Stunden. Der Platz ist geschottert. Hunde sind erlaubt, müssen allerdings an der Leine geführt werden. Und von hier aus kann man viele Wanderungen starten.
über Stock und Stein, habe ich eben gelesen, Löwenzahnwanderung und ein nettes Museum ist auch direkt, wenn man die Straße runtergeht, kommt man zum römischen Tempelzentrum und wenn man die Straße runtergeht, zum Naturpark Eifel. Ja, das ist ja schon mal ganz schön. Dann in unmittelbarer Nähe soll es auch einen Spielplatz für die Kleinen geben, den habe ich allerdings noch nicht entdeckt. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir euch mal mit. Was auch schön ist, dass hier Tisch und Bänke stehen, wo man sich auch mal so hinsetzen kann, wenn man vielleicht mit mehreren ist und das nicht reicht. Kotbeutel für Hunde vorhanden. Man bezahlt hier am Parkscheinautomat entweder mit Münzen oder mit EC-Karte. Offenes Feuer ist nicht erlaubt. Seinen Müll wird man hier natürlich auch los. Ja, wenn man hier auf dem Platz steht, kann man durch einen kleinen Weg auch sofort die Ver- und Entsorgung erreichen. Die Mülltonnen stehen allerdings hier oben noch. Zudem gibt es auch morgens einen Brötchenservice, habe ich eben gelesen. Und zack, da sind wir schon. Ver- und Entsorgung. So schnell geht's. Einmal hier. Da hoch und wieder runter. Oder wenn man halt mit dem Mobil ankommt, vorne reinfahren, hinten rausfahren. Ja, und wie ich hier auf ProMobil gelesen habe, dass Wasser 1 Euro für 80 Liter ist, ist allerdings hier nichts zum Münzen. Okay. Kommt noch Wasser raus. Hat einer noch was Geld drin gelassen? Naja, also hier ist dann doch zum Münzen, allerdings hinten am Automaten. Okay. Ja, alles vorhanden. Wie gesagt, die Münze wirft man hinten rein. Das haben wir jetzt auch gerade entdeckt. Ich hatte es vorhin nicht gesehen. Grauwasserablass ist hier über den Gully. Hier unterhalb ist die Bahnlinie. Aber bis jetzt haben wir noch nicht einen Zug gehört und wir sind schon ein paar Stunden hier. Genau. Und noch eine Etage tiefer ist ein Fluss, der allerdings auch beim großen Hochwasser hier ziemlich angelaufen ist. Na, ein bisschen Chaos gemacht hat. Das sieht man auch daran, dass hier hinten noch ganz viele Bagger stehen und wir, wo wir vorhin hier hochgefahren sind, auch noch so ein paar Sachen gesehen haben, die reparierungsbedürftig waren. Ja, auf jeden Fall jetzt. Gut, wir haben jetzt Winter, ne? Dezember, eine Woche vor Weihnachten. Klar, winterlich. So ruhig ist es. Wir sind hier auf knapp 500 Metern. Und das heißt, also wenn Winter ist, dann kann man hier auch damit rechnen, dass es hier auch schneit oder geschneit hat. Und sehr grün und sehr ruhig. Also man hört hier gar nichts. Ja, das ist so ein kleiner Auszeitplatz. Also hier ist jetzt nicht Action rundherum. Und vom Preis her kann man gar nichts sagen. Also 11,50 Euro inklusive Strom. Stimmt, habe ich ganz vergessen am Anfang zu sagen. Strom ist inklusive. Und auch. Und auch. Kein Problem. WLAN gibt es nicht. Nee, das soll ich mitbringen. Aber sonst kann man hier es aushalten, definitiv. Die Satellitenschüssel kriegt ihr Empfang. Also was die Bäume angeht, alles kein Problem. Geht alles in der Richtung, wo es frei ist. Mhm. Ja. Ja, und wir sind nicht die Einzigen. Das heißt, ja, habt ihr ja gesehen. Manche Leute scheinen die Ruhe zu genießen, so wie wir im Moment auch. Genau. Die Vorweihnachtszeit runterzufahren, vor dem großen Stress. Aber in einer Woche ist schon wieder weiter. Und dann fahren wir in den Schnee und hoffentlich spielt der Petrus dann auch mit, dass wir dann auch Schnee haben. Aber die Prognosen stehen gut. Das zeigen wir euch auf jeden Fall dann auch noch. Wenn ihr uns abonniert und die Glocke gedrückt habt, Daumen nach oben.
dürfte auch immer. Und dann verpasst ihr auch kein Video. Ja, dann gehen wir jetzt mal hier hoch. Genau. Wieder zu unserem Auto. Bis dann. Bis später. Schön durch die Matschepratsche laufen.